Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Girls Live Fashion Star. Da seht ihr noch unsere Kollektion vom letzten Mal. Beziehungsweise sind wir immer noch dran, weil ich wollte noch ein Foto machen. Ich wollte noch einen Laufsteg machen. Das Geld haben wir nämlich dazu. Und außerdem müssen wir noch in unseren Läden die Sachen ändern. Ich glaube, das ist, glaube ich, vollkommen Wumpe, wo wir das machen. Ne? Komm schon. Welches Outfit kriegst du denn? Yep. Bin ich vollkommen einverstanden. So, das. Ich bin mit den Schuhen halt wirklich nicht einverstanden. Aber ich habe ja schon fast alles an Sachen gekauft, muss man dazu sagen. Nun sollten wir nachsehen, wie die Kollektion sich verkauft. Nimm dein Handy und lese den Verkaufsbericht. Nein. Wir sind noch nicht fertig. Ich habe, glaube ich, jetzt überall, ne? Ich gehe noch mal kurz in Los Angeles gucken. Da müssten ja die gleichen Klamotten jetzt sein, ne? Genau. Ich möchte ganz gern in Tokio nochmal ein Foto machen. Und zwar mit ihr. Wir haben schon auch fast alle freigeschaltet. Wie geil ist das denn? Outfits ansehen. Nimm das. Das Outfit steht. Haare schenke ich mir, weil das bringt halt nichts. Was haben die denn so für Dings? Also ich habe ihr das rote Outfit gegeben, ne? Dann nehmen wir das. Aber wo machen wir die Mondschau? Das ist die Frage. Weil das Coole ist, wir haben jetzt vier Models und dann können wir halt auch alle vier Outfits präsentieren. Wäre doch ganz witzig. Geht doch. Immer dieses Gepuste. Ich würde die ja, Street Style würde ich auch eher so Natur nehmen. Also jetzt nicht unbedingt stark geschminkt. Eher so natürlich, in Richtung natürlich. Aber ein bisschen geschminkt müssen die schon gehen. So, wie macht man die Wangen? Hat ihr da jetzt was gesehen? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich einfach auch eine blöde Farbe ausgewählt. Nein, nicht die Frisur. Die Frisur soll so bleiben. Obwohl, komm. Nein.
nein. Ich kann mir das halt noch vorstellen. Es ist zwar unter der Mütze, aber was soll's. Farbe lassen wir jetzt einfach so. Weil sie hat ja eine Mütze auf. So, jetzt. Das ist nicht so Street-Style. Nehmen wir halt das. Das ist super. Das ist ein... Reicht. Das passt. Nein. Nein. Wo ist es denn? Wir nehmen sehr oft den Hintergrund, habe ich das Gefühl. Du hast in dieser Saison bereits ein Foto aus dieser Stadt in das Magazin geschickt. Okay. Ja, dann nehme ich halt eine andere Stadt. Foto ist ja anscheinend gemacht. Dann gehen wir halt... Weiß nicht. Dahin. Und machen da das Werbefoto. Mir auch egal. Mein Fotoshooting ist ja gemacht worden. Ja. Ich kann also in jeder Stadt ein Werbebild machen. Krasse Sache. Mhm. Maike beweist ihr Talent in den Magazinen mit einer stilsicheren, fantasievollen Kollektion. Dankeschön. Das hat mir auch sehr viel Mühe gegeben. Ne, Foto? Ich glaube, das macht nicht so viel aus. Aber ich will trotzdem nochmal eine Mondschau machen. Kommt schon. Und nochmal eine Mondschau. Das wird doch ganz cool. Nee, so das Klassische. Es ist halt alles nicht so. So, jetzt meine Models. Bis zu 5 kann ich laufen lassen. Ah ne, die muss ich nur antippen. Wäre vielleicht nicht so verkehrt. So, da nehmen wir sie. Sie kriegt das erste Outfit. Sehr schön. Den Rest lassen wir so jetzt mit Nägeln und so, habe ich keinen Bock drauf. So, sie ist soweit fertig. Dann kommt sie. Ich würde eigentlich sie haben. Aber vielleicht wird das ja was. Ich meine, jetzt habe ich schon 3, also 4 Models, dann will ich die jetzt auch ausprobieren. Obwohl ich das seltsam finde, dass das immer nur sie ist. Mal sehen, ist das jetzt auch die? Also ist das die andere? Ja. Sehen auf jeden Fall gleich aus. Dann haben wir das Model jetzt genommen. Also das finde ich ein bisschen blöd, dass sie da nicht wirklich dran gedacht haben, auch die Models so bei den Puppen jetzt hier zu ändern. Weil, so denke ich jetzt immer, dass halt immer diese Asiaten da, dass wir die nehmen. Obwohl das ja eigentlich gar nicht sein darf.
Ne? Und noch die letzte. Kommst du hin? Street Style. Outfit. Ein Outfit haben wir doch noch. Oder? Wir haben sogar noch zwei Outfits, geil. Kriegst das mit denen? Es war auch nicht, also das sind zwar nicht meine Lieblingsoutfits, aber was soll's. Wir sind ja hier nicht bei Style Boutique. Wir sollen das Ganze ja nur designen und nichts anderes. So, wird schon. Fertig. Dann Attacke. Ja. Los, los, los. Ich verstehe das nicht, was das hier mit den Dings auf sich hat. Aber okay. Schauen wir uns die Modenschau an. Vielleicht kann mir ja einer von euch in den Kommentaren schreiben, was das mit den Kameras auf sich hat. Also machen wir da irgendwas? Weil ich meine, das wechselt ja die Position von ganz alleine, ne? Oder nicht? Jetzt wedel doch nicht so mit der Tasche rum. Ist ja schrecklich. Wer läuft denn so? Dreh dich nochmal um. Präsentier dich nochmal. Dankeschön. Wir brauchen bessere Schuhe, aber ich weiß nicht, wann man andere Schuhe und so bekommt. Vielleicht, dass man die freischaltet. Jetzt denken die, oh mein Gott, die gleiche nochmal. Nur ein anderes Outfit. Die sehen auch sehr gleich aus. Ist das die gleiche? Nee. Das muss doch die Französin sein. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich die Französin immer als Letzties. Nein, wir ignorieren das jetzt nicht. Hör auf mit der Tasche zu wählen. Hängen sie dir doch so um. Gottchen, ist das schrecklich. Aber die sehen alle gleich aus, ne? Aber jetzt kommt ja die Blonde. Die aus Schweden. Und unsere Surferbraut. Da bin ich ja mal gespannt. Das ist ein und dieselbe! Ich hab doch... Die Mondschau von Maika war zu kurz, okay. Aber... Hä? Ich verstehe das nicht. Ich habe doch die vier... Alle vier angetippt und die wurden mir doch angezeigt. Ja. Wir haben Folgendes verdient. Jetzt will ich aber mal so richtig... Knacke Geld auf 5000. Wir haben 3300 Dings gemacht. 1200. Und in LA nochmal 980. Okay. Lief doch voll. Yes, der dritte Stern. Gratuliere, du hast es in die nächste Saison geschafft. Du hast eine Schuluniformkarte erhalten. Eine Girls-Rock-Karte, eine Romantik-Karte. Und drei Sterne. Maike, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis der letzten Saison. Du hast eine umwerfende Kollektion entworfen und viel dazu beigetragen, dass wir mehr Umsatz gemacht haben. Danke, Barbara. Weißt du was? Meiner Meinung nach ist nun ein idealer Zeitpunkt, um den neuen Laden in New York zu öffnen. Was meinst du? Das ist eine tolle Idee. Wir müssen die Marke bekannter machen und der neue Laden wird dazu beitragen. Und nicht nur das, die neue Saison hat gerade erst begonnen.
Der neue Laden ist eine klasse Werbung. Das ist wahr, du wirst sehen, die neue Saison wird noch erfolgreicher verlaufen als die letzte. Es ist September. Wie scheint, hat sich der Trend wieder geändert. Na schön. Voll viele Moneten. Sudoku. Ja, ich weiß, eigentlich kann ich mir das wahrscheinlich sparen mit dem Sudoku, aber ich will es trotzdem. So, dann kommt da die Jacke hin. Das Kleidchen kommt dahin, dahin und dann dahin. Was fehlt noch? Die Hose. In dieser Saison sind Traininganzüge und Baumwollhosen angesagt. Hä? Aber hatten wir das nicht schon? Ach, es ist wieder Dingsbums. Schuluniform. Lass die Uniformen raus. Lass mich raten, diesmal muss ich wahrscheinlich 5 Outfits und 15 Kleidungsstücke und 4 Outfits. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die sorgen im Prinzip echt schon dafür, dass man das hat. Es ist Schuluniform. Modekarten. Jacken, Karos, Punkte, Streifen, Muster. So, dankeschön. Langärmelige Sachen. Lange einreihige Mäntel mit 3/4 verleihen den Schulungen etwas Damenhaftes. Ja, gut. Gut zu wissen. Training mit Angst für den Baumkultur. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder hier spielen. Ah, komm, das ist mein Kontakt. Ah, jetzt muss ich mit ihr das komische Spiel spielen. Konnte ich nicht noch irgendwo Kleidung kaufen? Also, der Romantikstil ist ja hier echt gefragt, ne? Wie es scheint, liegt Oberteil im Schuluniform derzeit im Trend. Wer hätte das gedacht? Na, mein Freund, wie geht's? Ich habe gerade ein paar Trendinformationen erhalten. Hilf mir, sie doch bitte zu sortieren. Das ist schon mal richtig. Wie scheint, sind Schuluniformfarben zurzeit im Trend hier. Das haben wir auch. Okay. Glaube ich zwar nicht, aber okay. Ist gerade nicht verfügbar. Sportschuhe sind angesagt, kombiniert mit hübschen Handtasche oder Baseballmütze. Die erzählen mir irgendeinen Schnatter. Was? Ich habe in dem Magazin viele Faltenröcke gesehen. Anna, mit ihr habe ich das ja schon. Zurück. Also Schuluniform. Sag's doch einfach. Sag doch einfach, der Trend geht zu Schuluniform. Tatsächlich würde ich ganz gerne nochmal verreisen. Brauchst du neue Kleidung hier? Ich will eigentlich keine Kleidung an sich von denen, ehrlich gesagt.
So, den haben wir. Wie man sieht, man hat halt keine neuen Sachen hier, ne? Es sind immer die gleichen. Das ist halt voll doof. Aber ich will halt auch nicht so Klamotten kaufen. Na komm, holen wir noch die Stoffmuster. Was war das? Karo und Punkte und sowas, ne? Also bei manchen Mustern, finde ich, kriegt man so ein bisschen Augenkrebs. Na gut. Was ist hier hinten? Accessoires, das kommt mir doch. Dass die mir aber auch nicht anzeigen, was das hier so für Accessoires sind. Das ärgert mich so ein bisschen. Ich habe so viel Geld ausgegeben gerade. Gehen wir mal zurück zur Agentur. Ich muss erstmal eine Kollektion bestätigen. Also. Nochmal zurück, bitte. 15 Oberteile. Das heißt, wir brauchen von jedem mindestens 3 Stück. Okay. Na schön, dann machen wir mal Romantik. Schuluniform. Was hält er denn so von Blau? Ich will keinen karierten Jordan-Rock jetzt hier. Nehme ich mit. So, eins. Am Ende wird es nicht zusammenpassen. So. Nehmen wir das. Wir arbeiten höchstens jetzt irgendwie wahrscheinlich mehr mit Mustern. Nein. 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 Zwei. Ich glaube, mit Kleidern wird es sehr schwierig. Ich glaube, ich lasse die Kleider weg. Vier. Na gut. Immer noch Girls Rock. Das ist Tweet Style. Schuluniform. Ich weiß, ich will nur gucken, ob das denn. Ja. Drei Hosen. Machen wir 5 Hosen, wenn wir es hinkriegen. 5 Hosen. Dann brauchen wir nämlich nur noch 10 auf 3 auszutauschen. Das ist jetzt die 4. Hose. Okay. 4.
könnte auch einfach nur eine Hosenkollektion machen. Hat doch was. Ist immer noch Schuluniform gut. 4. Vielleicht sollte man das mit den Oberteilen genauso machen. 5. Moment, wie fangen wir mit Rücken an? Vielleicht kriegen wir da ja was zusammen. Das ist schon mal eine Schuluniform. Weiß passt zu allem. Eins. Was würde, wenn abschneiden ist Gürtelrock, okay. Gürtelrock. Schuluniform. Ich denke auch immer so ein bisschen an Blau, an so dunkelblau tatsächlich. Dunkelblau. Zwei. Wir gucken mal, was wir da für ein Muster hinsetzen können. Nee, das ist schon gar kein Dings mehr. Ich will jetzt nicht die gleichen Muster wie bei den Hosen haben. Schottenrock, passt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Dings ich habe. Verdammt, wie viele Röcke? 3. Machen wir noch einen Rock. Das ist nie nur eine Schuluniform. Ja du, ich weiß ja nicht. Richtig cool finde ich das Ding jetzt nicht, ne? So, Punkte, kariert, gestreift. Nee, das ist schon nicht mehr. Dann gehen wir jetzt mal hier so auf. Gucken mal hier, ob wir so Oberteile finden. Gürtelrock. Schuluniform, das hat doch was. Obwohl, geh nochmal zurück. Vielleicht für den Schottenrock. Nee, das ist ein bisschen doof. 1. Da könnten wir vielleicht nochmal ein Muster beziehen. Das könnte cool werden, wenn wir das weiß lassen. Und das weiß, dann sind nämlich nur die Ärmel. Ich weiß gar nicht, wie viele Dings ich jetzt überhaupt habe. Aber wir machen einfach. Wir werden schon was zusammenkriegen. Nope, das ist kein Street-Style. Wenn ich das abschneide, immer noch. Nee,
das kriegst du nicht dahin. So. Ja gut, das war's dann, was ich jetzt an den Oberteilen da rausholen kann. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Romantik. Halt das mal ab. Immer noch Romantik, okay. Jetzt ist es eine Schuluniform. Was hatten wir denn noch? Wir hatten so ein blass-rosa Ding, ne? So, da würde ich ganz gerne das Karierte nehmen. Moment. Wo ist es denn? Nein. Oh, jetzt sag mir nicht, ich hab das hier nicht. Ich hab das hier nicht. Kann nicht euer Ernst sein. Nehmen wir halt das. Was hatte ich jetzt hier? Romantik. Das wird eine Schuluniform. Immer noch Schuluniform. Ich würde das tatsächlich einfach weiß lassen. Mit dem Rock zusammen. Was ist das? Können wir vielleicht noch so dunkelblau dazu drunter nehmen? Als Grundfarbe? Ist aber keine Schuluniform mehr. Jetzt ist schon wieder eher Schuluniform. Nee, komm, dann machen wir irgendwas anderes. Etwas, was nicht so weh tut. Tut zwar auch weh, aber was soll's. Vielleicht müssen wir bald überhaupt nicht mehr designen, sondern nehmen einfach das, was wir eh schon. Das finde ich cool. Aber das ist nur einteilig, ne? Moment. Das nehmen wir mal raus. Ich finde das irgendwie so ganz cool. So. Ja. Eins, zwei, drei. So. Wenn wir das jetzt hier abschneiden. Das ist Girls Rock. Wenn ich das jetzt hier abschneide. Immer noch Girls Rock. Wenn ich die aber dran mache. Schuluniform. Aber eine verkürzte Schuluniform, das finde ich denn nicht so schön. Nehmen wir einmal das. So, den haben wir, den haben wir. Ich verstehe nicht, warum das als Schuluniform denn durchgeht. Ich finde, das hat eher was von Sträfling. Dankeschön. Aber wir können das Oberteil nochmal kürzen. Wo ist es denn hier? Ist das nämlich immer noch Schuluniform? Wie ich auch nur mit Mustern arbeite gerade. Gehe ich jetzt die ganzen Muster durch. Nein! Da habe ich nämlich schon wieder... Ich habe es gesehen. Ich habe... Leute, keine Sorge, ich habe es gesehen. Das machen wir jetzt noch mal. Ich habe es nämlich gesehen, dass ich die Rückseite nämlich nicht gemacht habe. Obwohl das ja anscheinend jetzt auch keinen Abbruch getan hat an dem Ding.
Oh ne. Girls Rock. Romantik. Schuluniform. Was haben wir denn noch? Wir hätten noch, glaube ich, noch den Schotten-Ding, ne? Na, komm. Wo bist du denn? Das Gestreifte. Ich finde es schade, dass wir das nicht machen dürfen. Aber das Gepunktete ist ja anscheinend beliebter. Obwohl, ich glaube, ich hätte ganz gern... lieber das hier vorne. Dass sie aber auch nicht sagen, so ihr Platz gerade an Sachen. So. Kann ich das hier abschneiden? Das ist immer noch Schuluniform. Sehr schön. Weil da will ich nämlich den Schottenrock, also das Schottenoutfit haben. Das finde ich den cooler. Ich weiß nicht. Ich bin eh kein Fan von Ärmeln. Also ich trage lieber kurzärmelige Sachen. Oder ohne Ärmel. Oder Dreiviertelärmel. Aber so richtig bis runter an die Handgelenke, das mag ich nicht. Da bin ich so eigen. Aber ich denke mal, ich habe jetzt genug. Ich sehe schon, wir sind schon wieder über. Schuluniform bitte. So. Das wird hinzugefügt. Was? Na schön, dann machen wir Dings. Ich habe aber keine Outfits. Und keine Schuhe. Da müssen wir wahrscheinlich mal ein bisschen was rausnehmen. Das kommt raus. Ja. Das kommt raus. Das kommt raus. Ja. Das lassen wir drin. Das lassen wir drin. Nee, das nehmen wir nicht mit rein. Das lassen wir. Das nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Die haben hier wirklich auch alles, was ich als Schuluniform mal... deklariert wurde, haben sie mir reingesetzt. Wieso ist das so rot? Ach, das ist das Weiße, ne? Okay. Das lassen wir noch drin. Das kommt raus. Das kommt raus. Aber das ist doch gar nicht drin. Jetzt gucken wir noch bei den Röcken. Ausnahmsweise. Na schön, dann versuchen wir mal... Nee, Quatsch, ich muss das aus der... Bin ich nicht in der Kollektion drin? Ne? Weil ich kann ja keine Taschen oder so reintun.
Kollektion ist vollständig, okay. Ich muss aber Outfits machen. Lassen wir das. Und das. Nee. Nee. Ja. Yep. Ja, und nun? Jetzt komme ich ja nicht an die Schuhe ran. Och, Mann. Na schön, darüber ärgern wir uns jetzt im nächsten Part. Ich glaube, ich muss dann alle Stile machen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.